Yo, was geht ab und willkommen zu einer neuen Folge Varo. Ja, letztes Mal ist da leider was schief gelaufen, sag ich mal. Wir hatten ja eigentlich vor, Ari zu snipen und die haben wir dann eben nicht gefunden. Und dann, ja, haben wir halt einfach quasi eine ganze Folge damit verschwendet, in der Höhle hier nach ihr zu suchen. Was ich jetzt auf jeden Fall geplant hatte, ist, dass wir nach oben gehen und jemand anderen snipen, den ich schon lange, als Ziel habe, sag ich mal. Und da würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall erstmal in die Oberfläche. Ich gehe mal eben hier so lang. Guck mal ein bisschen rum. Und ich nehme halt einfach mal so lang hier nochmal eine Pickaxe auch zum Kämpfen, weil ich habe jetzt keinen Bock. Oh, okay. Ist noch was drin. Ja, ich bin mit Daluk halt der Einzige auf dem Server. So. Hier ist noch ein Emerald. Nehmen wir einfach mal mit. Gib ein bisschen XP. So, gehen einfach mal nach oben. Ja, es war etwas unlucky, denn Ari hat eben, als ich gejoint bin, gesneakt und den konnte ich sie nicht finden. Ich glaube, ich bin sogar an ihren Orten, wo sie gewesen ist, vorbeigelaufen. Und war halt einfach etwas unlucky so. Sonst hätte das vielleicht auf jeden Fall einen Kampf gegeben, wäre spannender geworden, weil ich möchte jetzt eigentlich nur noch kämpfen so, weil ich habe alles, was ich brauche. Und ich habe jetzt keine Lust, kann irgendwie an andere Teilnehmer irgendwie nochmal weiter zu farmen oder so. Natürlich hatte ich ziemlich viel Glück mit dem Farm. Aber ich denke mal, es ist auch für die Zuschauer nicht wirklich spannend, wenn man durch in der Höhle ist, sich voll farmt, bla bla bla. Ich habe jetzt meinen Staff, ich möchte eigentlich nur noch kämpfen. Ich habe auch einige gefragt, ob sie kämpfen wollen. Die meisten haben halt eben abgelehnt oder so ziemlich alle, weil sie noch nicht fertig sind oder sonst noch was anderes vorhaben oder keine Lust haben, bla bla bla. Deswegen weiß ich halt nicht, wann es jetzt endlich zu kämpfen kommen wird. Möglicherweise halt in den nächsten Folgen, wenn dieser Snipe jetzt richtig verläuft. Aber ja, auf jeden Fall schon etwas schade. So, bei uns auf jeden Fall erstmal hier nach oben. Wir sind unter einem Berg, da waren eben Emeralds und demnach sind wir eigentlich unter einem Berg. Das heißt, es kann noch etwas dauern, bis wir oben sind, aber wir gucken einfach mal. So, es ist auch recht in der Nähe sogar. Also, ich habe die Koordinaten gecheckt und die Person ist recht in der Nähe. Es dauert echt nicht lange, dahin zu laufen. Und hier ist zum Beispiel Gravel. So, und deswegen baue ich mich halt immer in diesen Zweiergängen hier lang, weil ich hätte theoretisch, wenn jetzt viel runtergekommen wäre, dran ersticken können. So, ist jetzt schon frei? Ja, ist es. So, hier ist mein Schwert. Sharpness 4 sieht halt echt schon nice aus. Ist ein bisschen damaged, aber sollte auf jeden Fall noch halten. So, dann gucken wir mal eben unsere Koordinaten. Wir sind hier und wir müssen hier etwas hier hin. So, ungefähr hier und dann in die Richtung. Okay, und übrigens letzte, also wenn ich in Folgen die Calls nicht zensiere, dann liegt es daran, dass sie halt nicht zensiert werden müssen. Das war halt, dass ich mich wahrscheinlich schon da wegbewegt habe, aber es kann natürlich auch sein, dass ich euch austrickse und demnach eigentlich noch da bin, aber so tun möchte, als wäre ich noch nicht, als wäre ich schon weg oder so, damit mich halt keiner sniped. Also, ne, es hat schon, ich denke mir auf jeden Fall immer was dabei, wenn ich sie zensiere oder wenn ich sie nicht zensiere. Genau, okay, wir sind auf jeden Fall, wir sind schon hier. Warte. Die Person wird da ungefähr spawnen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach hier oben auf den Berg drauf. Dann haben wir einen ziemlich guten Überblick auf die Person. Ich dachte jetzt, wir müssen länger laufen. Okay, dann was kann ich die Folge jetzt noch machen? Ist jetzt die Frage. Ich denke, ich stelle einfach mal einen Öfen auf und brate vielleicht noch ein paar Sachen. Sind hier Bäume in der Nähe? Ja, leider keine Eichenbäume. Was mache ich hier? Ich habe Leder rausgeworfen. Das bräuchte ich noch. Ich könnte Zuckerrohr suchen oder so. Zuckerrohr wäre echt noch nice. Aber wir schauen einfach mal, Freunde. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mal das Gold. Ah, das nehme ich mal. So. Da geht es aber schneller. Dann noch, hatte ich sonst noch was? Was ich braten könnte? Nee, eigentlich nicht. Aber wir packen einfach mal hier ein bisschen Cleanstone einfach rein, ne? Damit wir halt etwas zu braten haben. Und ich mache mir jetzt einfach jetzt hier, um ein paar Tiere zu töten oder so, nochmal ein neues Eisenschwert. Einfach, damit ich halt meinen Sharp Finish Damage. Das haben einige auch in die Kommentare geschrieben. Ich habe mir gedacht, okay, juckt, weil ich denke mir sowieso nicht, dass das so krass Damage wird. Aber wenn ich das jetzt schon sehe, dann speichere ich es mir halt doch lieber auf. Nicht, dass es im Kampf einfach kaputt geht oder so. Und hier können wir halt auch noch ein bisschen Essen farmen oder so. Von daher passt das auf jeden Fall. Wenn wir genug Level bekommen, könnten wir theoretisch sogar noch einen Power 4 Bogen machen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Können wir einfach mal nachgucken. So, machen wir uns nochmal einen Bogen. So, zack. Ich muss auf jeden Fall heute aufnehmen, deswegen. So. Ist hier Daluk in der Nähe? Schade, schade. Drei Level kostet das, okay. Dann haben. Ich bin auch retarded. Ich brauche hier noch einen Bogen.
Das sind natürlich nur zwei Level dann. Wahrscheinlich. So. Nicht viel bei dir so. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Level und dann passt das. Ich denke, ich kann das hier liegen lassen. Ich denke mal nicht, dass er es jetzt hierhin kommen wird und das klauen wird. Nee. Aber Bock auf einen Kampf. Ich hätte schon Bock. Okay, er wird gekickt. Ja, Daduk hat halt zum Beispiel selber auch einen Plan, deswegen. Okay. Naja, er hat halt auch einen anderen Plan. Ich dachte, er wäre jetzt vielleicht schon damit ready oder so. Aber gut, ich gehe einfach mal ein bisschen. Ja, hier kommt jetzt sowieso halt mal auf den Server, der ist gekickt. Und dann gucken wir einfach noch mal hier so ein bisschen rum. Koordinaten weiß ich ja. Habe ich hier auf jeden Fall noch offen. Da vorne sind Kühe. Dann könnten wir vielleicht noch halt einen besseren Bogen machen. Ein Power 3 Bogen oder so. Wenn ich jetzt noch genug Erfahrung bekomme. Weiß ja nicht, wie viel das dann im Endeffekt kosten wird. So, das nehmen wir nochmal kurz mit. Essen können wir immer gebrauchen. Zack. So, ist ein Creeper. Okay, der hat irgendwas weggesprengt. Hier noch ein Hase. Wir brauchen auf jeden Fall Erfahrung. So, tut mir auf jeden Fall leid, Leute, dass halt jetzt diese Folge auch nicht irgendwie was passiert. Wie gesagt, ich muss halt warten, bis mein Ziel online kommt. Damit ich es halt ja eben angreifen kann. Deswegen passiert womöglich erst in der nächsten Folge was oder so. Also hoffe ich auf jeden Fall. Und dann nur noch eben hier die Mobs. Wird halt einfach so eine Folge, wo ich Erfahrung suche. So, spawn aber auf jeden Fall Mobs, weil es Nacht ist. Von daher kriege ich dadurch auch EP. So, einige haben auch geschrieben, ich brauche Prot 2 oder so. Aber wenn hier kein Dings in der Nähe ist, kein Zuckerrohr, dann kann ich mir auch schlecht Prot 2 machen, weil ich halt einfach keine Bücher habe. Ich habe halt nur zwei Zuckerrohr und das reicht auf jeden Fall nicht. So, das ist da unten down. Hier ist eine Erfahrung. Pfeile. Ja, Pfeile sind auf jeden Fall auch nicht schlecht. Hier das Schaf können wir noch. Ja, ich kann halt jetzt echt nicht viel erzählen, so, deswegen gehe ich einfach mal ein bisschen rum und kill die Mobs. Jetzt machen wir uns erstmal hier den zweiten Power 2. Genau, Power 2. Oh fuck, okay. Oh, er ist kaputt gegangen. Oh nee, oder? Och nee. Okay, das ist jetzt. Aua. Das tut weh. Das tut weh. Wir haben keinen Amboss mehr. Wir haben zwei Power 2 Bögen. Nee, warte, was? Hä? Ich bin, glaube ich, total behindert, oder? Was habe ich denn gerade gemacht? Habe ich gerade den Power 2 Bogen, den ich hatte, nochmal mit dem Power 1 zusammen? Oh mein Gott, nee. Und jetzt fehlt mir auch noch Eisen. Wie unlucky kann ich sein? Da muss ich wohl doch noch ein bisschen farmen. Nehmen wir es aber hier auf jeden Fall schon mal mit. Da ist jetzt auf jeden Fall das Gold gebraten und alles. Ey, okay, das ist ein bisschen kacke. Ah, sorry, auf jeden Fall. Das war dumm von mir. So, auf jeden Fall, das hier nehmen wir noch mit jetzt. Die Öfen. Cleanstone. Ja, muss jetzt auch nicht unbedingt alles mitnehmen. Ich denke, die Öfen haben wir jetzt. Und dann gehen wir einfach mal da vorne auf der Suche nach ein bisschen Eisen oder so noch. Ja, ist halt jetzt kacke gewesen. Ich bin halt so retarded manchmal, weil ich einfach nicht darauf achte, was ich mache, weil ich halt einfach so alles schnell produktiv machen möchte. Und demnach kann es sein, dass ich jetzt wirklich einfach den Power 2 Bogen mit dem Power 1 zusammen gemacht habe und dadurch halt eben die Level gewastet habe. Wäre auf jeden Fall nicht geil, aber ich glaube, es ist doch leider so passiert. Ich hoffe, ihr seid auf die nächste Folge gespannt. Ich nämlich auch. Ich hoffe unbedingt, dass es da einfach einen Kampf geben wird. Ich meine, ich würde auch gerne einen Kampf mit jemandem ausmachen, aber wenn halt keiner Lust hat oder so oder selber irgendwas vorhat, dann kann ich da leider auch nichts machen. Ich bin auch nicht sicher, ob es irgendwann nochmal so ein Treffen gibt, wo alle oder viele Varo-Teilnehmer gleichzeitig auf dem Server sind, einfach damit es halt zu Kills kommt. Aber das wäre auf jeden Fall, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, ob das nochmal so ist. Kann ich euch nichts zu sagen. So, jetzt müssen wir aber. Wo war denn diese eine Höhle, die ich eben gefunden hatte? So hieß der Creeper eben explodiert. Dann ging es doch irgendwo hier runter. Hier war das, gell? Ja, okay. Ah, runter ist. Oh. So, den hätten wir. Da oben ist auch noch ein Creeper. Gibt auch noch XP. So. Also man muss gar nicht so panisch vor Creepern sein eigentlich. Am Anfang von Lavos ist es halt so, dass man halt übel aufpasst auf alles, was man macht so. Aber nach einer Zeit, wie jetzt hier, geht das eigentlich so übel fit. Also man ist gar nicht mehr so gestresst.
So, brauchen wir noch kurz Eisen, damit wir den Amboss nochmal machen können. Und dann haben wir diese Folge eigentlich so gut wie gar nichts gemacht. Es tut mir halt echt leid, aber ich muss halt eine Folge aufnehmen. Ob ich möchte oder nicht. Und ich musste sowieso halt eben noch zu diesen Quartz kommen. Bin ich halt genau bei den Quartz so. Und dann sollte das auch passen. So, wie viel Eisen haben wir jetzt? 12 Stück. Okay, jetzt. What the fuck? Okay. Was war das denn gerade? Was? Junge, ich gehe um die Ecke, auf einmal sind da so tausende Mobs. So, wie viel Eisen habe ich jetzt? 16. Okay. So, dann, warte mal kurz, 8,24, ja, das passt, glaube ich, so, ja, das passt auf jeden Fall, glaube ich, mit dem Eisen, für den Amboss, Level haben wir jetzt auch. Och man, ich bin so behindert, man, wieso habe ich dann eben das mit dem Bogen fail gemacht? Ah, man, das war echt behindert. No front und so, ihr wisst, was ich meine. So. So. So, okay, ich habe nicht mehr so viel Zeit, deswegen teile ich das lieber mal in 4 auf. So. Muck nicht. Und dann. Ja, Power 2 Bogen haben wir auf jeden Fall. Am Schlüssel. Hatten wir auch davor, aber ich bin halt echt dumm gewesen, was das angeht. So, was wollte ich jetzt noch machen? Genau, Essen wollte ich noch braten, gell? So. Och man, das ist halt echt kacke so. Ich hätte gerne ich möchte in den Folgen einfach so ein bisschen Spannung reinbringen oder irgendwas Produktives machen. Aber ich kann halt nichts machen. Ich habe alles fertig und so. Und ich möchte auch nicht euch weiter so Farming antun oder so, weil das ist halt auch kacke dann. Okay, warte mal. Warte, hier ist ein Zombie. Okay. Wenn ich Glück habe, schaffe ich das gleich noch mit dem Amboss. So. So. Zack. 1, 2. Nein, doch, doch, doch. Perfekt, perfekt, perfekt. Alles Gucci. So, jetzt muss ich noch eben schnell den Bogen machen. Den Enchanten. Nochmal. Dann Power 1, Power. Ne, jetzt habe ich nicht immer denselben Fehler. Power 1, Power 1 zusammen machen. Okay, uns fehlen 2 Level. Uns fehlen 2 Level. Das könnten wir noch in der Folge schaffen. Ich habe noch 2 Minuten ungefähr. So, und das habe ich jetzt auch schon fast fertig. Packen wir so lange halt einfach nochmal hier ein bisschen was rein. Und dann sollte das passen. Dann haben wir auf jeden Fall auch immer einen Power 3 Bug gemacht. Oh, hier ist ein Enderman. Haben die Enderperlen gedroppt? Nein. Oh, schade. Schade, schade, schade. Hätten die Enderperlen gedroppt, das wäre halt echt geil gewesen. So, ich bin fast Level 7. Und ich habe noch ein bisschen mehr als eine Minute auf jeden Fall. Ach man, eine Enderperle wäre halt echt noch geil gewesen für einen Kampf, ne? Zum Wegkommen oder halt zum Verfolgen. Aber. Manche bekommen Fire Spike, manche bekommen Enderperlen. Ich bekomme nichts von beidem. Ja, Mann. So, Level 7 sind wir. Und jetzt zack, zack. Zack, okay. Ja, das passt auf jeden Fall. 43 Pfeile. Packen wir hin, dann sortiere ich noch eben, wenn wir für den Kampf fertig sind. Hier packe ich nochmal Stone rein, denke ich. Und den zweiten. Ne, okay. Ich mache es lieber so. Und dann bauen wir das einfach mal ab hier. Ja, immerhin haben wir ein Power 3 Bogen voll gemacht. Und obwohl ich halt ein paar Level gewastet habe. Aber was soll ich jetzt noch machen? Ich meine, ich habe keine Bücher oder so. Ich hätte gern Bücher. Das wäre ganz geil. Oh, okay. Nein, der Enderman TP't sich sowieso, von daher. Das ist eigentlich egal. Ja, und den bauen wir auch noch ab, den Working Table. Oh, eine Enderpelle zu bekommen, wäre halt echt noch ein Live-Goal, ne, Freunde? Einfach ein Live-Goal. So. Haben wir halt kein Eisen mehr. Zack. Sortiere ich das nochmal kurz. Hier kommt Holz hin. Dann machen wir das mal so. Hier noch Essen. So. Öfen. Das kann sowieso raus. Packen wir hier hin. Auch hier hin. Und einfach damit wir eine. Nee, warte, wir haben kein Eisen mehr. Ich darf nicht so sicher damit umgehen. Okay, ich würde sagen, wir chillen dann einfach hier oder so. Dann haben wir. Oder warte.
Ah, warte, ich baue das mal ab, dann checkt er auf jeden Fall nicht, dass ich schon hier war oder so. Ja, ich bleib dann einfach hier, dann habe ich das auf jeden Fall so im Blick. Und dann würde ich sagen, Leute, das ist in der Folge übrigens Bark of Phoenix und Cosgrove sind auch noch online gejoint. Also die Pfeile habe ich noch mitgenommen. Okay, gut, dann würde ich sagen, Leute, falls euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und Peace.